Nylonstrumpfhose früher oder später immer solche hässlichen Laufmaschen? Weil es technisch einfach nicht besser geht? Falsch. Weil Strumpfhosenhersteller es so wollten. Die wiesen ihre Labore schon in den 50er Jahren an, das Nylon weniger robust herzustellen als möglich. Denn sie erkannten, nur was kaputt geht, wird auch wieder neu gekauft. Und so ist es nicht nur bei Strumpfhosen. Auch teure Drucker, Fernseher oder Waschmaschinen landen schneller auf dem Müll, als es sein müsste. Und wir zeigen Ihnen, wie die Hersteller das hinkriegen. Das ist ein Wegwerfartikel. Und das. Und das auch. Längst gilt das nicht nur für Billigprodukte. Endstation, Wertstoffhof, immer früher. Eine Waschmaschine gibt oft schon nach 5 Jahren den Geist auf, ein Fernseher nach 4 und so eine Spielkonsole sogar häufig schon nach 2 Jahren. Alles nur Zufall? Wir fragen Menschen, die es wissen müssen, die Reparierer. Heinrich Jung, der Waschmaschinendoktor. Harald Rudelt, der Fernsehreparierer. Und Sven Siewicke, der Spielkonsolenelektroniker. Alle drei kennen ihre Produkte, wissen genau, wo die Schwachstellen sind. Unterwegs mit Heinrich Jung. Seit 30 Jahren repariert er Waschmaschinen. Diese hat gerade mal 5 Jahre auf dem Buckel. Schon kaputt. Das ist ein sehr, sehr häufiger Fehler. Da ist die Heizung durchgebrannt, sagt man halt, die ist halt kaputt. Und das leider schon nach 5 Jahren oder wie alt die Maschine halt ist. Also lange vor der Zeit. Noch bis vor wenigen Jahren hat eine Waschmaschinenheizung klaglos 15 Jahre gehalten. Inzwischen muss Heinrich Jung regelmäßig schon nach 5 bis 6 Jahren eine neue einbauen. Er forschte nach und wurde misstrauisch. Mit einem unglaublichen Ergebnis. Diese Heizung hält im Schnitt 15 Jahre. Diese hält meist nur 5 Jahre. Doch genau die wird von vielen Herstellern inzwischen eingebaut. Ein Fall von technischem Rückschritt? Oder ist das neue Modell vielleicht billiger? Die neue Einheitsheizung, die ich heute hauptsächlich einsetze, ist deutlich teurer als die Heizung, die ich früher eingesetzt habe. Fast das Doppelte kann man rechnen. Und dummerweise halten sie halb so lange oder noch weniger. Wir haben führende Hersteller mit unseren Ergebnissen konfrontiert. Sie behaupten, dass ihre Produkte mindestens 10 Jahre halten. Bei tausenden Reparatoren hat Heinrich Jung da ganz andere Erfahrungen. Die Folge, für viele Kunden kommt eine Reparatur nicht in Frage. Zu teuer. Wegen so einer kleinen Heizung möglicherweise werfen die Leute die ganze Maschine, diesen Riesenkasten weg. Das ist ein Unding. Dank der Hersteller ein Wegwerfprodukt. Klasse für den Umsatz. Produktsabotage hat Tradition in der Industrie. Bei der Glühbirne gab es sie erstmals im großen Stil. 1920 hielten die Birnen noch rund 2500 Stunden. Zu viel, beschlossen die Hersteller und vereinbarten, dass eine Glühbirne höchstens 1000 Stunden brennen darf. Das Glühbirnenkartell war gegründet. Der erste nachgewiesene Fall von Produktsabotage. Quasi ein eingebautes Todesdatum. Jetzt musste man nur noch dafür sorgen, dass nach 1000 Stunden wirklich Schluss war. Ingenieure als Verschlechterer. Sie sollten erreichen, dass der Glühfaden ja rechtzeitig durchbrennt. Absurd. Das Glühbirnenkartell flog 1942 auf und wurde offiziell verboten. Doch an der Lebensdauer der Glühbirnen hat sich nichts verändert. Sie halten auch heute nur noch um die 1000 Stunden. Der Beweis von gezieltem Verschleiß konnte bisher nur bei Glühbirnen erbracht werden. Inzwischen lassen sich die Hersteller nicht mehr so leicht überführen, bestätigen renommierte Wissenschaftler. Heute hat ein Verbraucher faktisch keine Möglichkeit, das nachzuweisen. Wir wissen nie, ob die Hersteller grob fahrlässig einfach zulassen, dass die Produkte schnell kaputt gehen oder ob kriminelle Energie dahinter steckt. Harald Rudelt repariert Fernseher seit 30 Jahren. Immer früher landen sie in seiner Werkstatt. Mindestens 12 Jahre hat ein Fernseher früher gehalten. Inzwischen schaffen die meisten gerade mal 4. Der häufigste Grund ist das Netzteil und meistens gehen die Elkos kaputt.
Das sind diese kleinen Kondensatoren. Würden die Hersteller hier bessere Qualität einbauen, dann hielten die Netzteile deutlich länger. Und das würde kaum mehr kosten. Die Elkos sind im Endverbraucherpreis, es sind wenige Cent, die sich nur unterscheiden. Aber die Qualität ist besser. Die Hersteller aber bauen trotzdem die schlechtere Qualität ein. Zufall ist mit Sicherheit nicht. Weil Zufälle in der Elektronik gibt's nicht. Es ist gewollt, dass diese Netzteile kaputt gehen. Das ist eigentlich die eigentliche Antwort. Auch diesen Fernseher versucht Harald Rude zu retten, wechselt einzelne Elkos aus. Es gibt nicht viele Werkstätten, die das noch machen. Die meisten Werkstätten, die überhaupt noch Fernseher reparieren, tauschen die kompletten Netzteile aus. Kosten dann rund 200 Euro. Das ist den meisten zu teuer. Endstation für ein Hightech-Gerät. Herstellerziel erreicht. Der Berliner Stefan Schridde regt sich über Murks schon länger auf. Der Unternehmenstrainer für Qualitätsmanagement sammelt im Internet Beispiele. Vom geplanten Verschleiß sind nicht nur Billigprodukte betroffen. Ganz interessant in den Murks-Meldungen, die ich auf meinem Portal erhalte, sind, dass Markenartikel genannt werden, von denen man eigentlich immer in der Werbung gedacht hat, Mensch, das ist eine verlässliche, zum Teil sogar verlässliche deutsche Marke, der man das so nicht zugetraut hätte. Auch Spielkonsolen sind teure Markenartikel. Bei Sven Siewecke landen sie, wenn sie nicht mehr funktionieren. Täglich kommen hier kaputte Exemplare der PlayStation 3 an, viele kaum 2 Jahre alt. Die meisten haben den gleichen Fehler. Und der hat inzwischen sogar schon einen eigenen Namen. Der Fehler wird Yellow Light of Death genannt, ist ein Materialermüdungsfehler. Das Gerät geht nicht mehr an. Man bekommt auch keine Disk mehr raus. Die Ursache dafür liegt tief im elektronischen Innenleben. Die Platine löst sich ab. Kein Benutzerfehler. Sie ist offenbar schlecht befestigt. Von uns mit dem Fehler konfrontiert, bestreitet Sony, dass es sich um einen Serien- oder Konstruktionsfehler handelt. Im Internet dagegen geben sich hunderte Spieler Tipps, wie sie ihre Konsolen mit genau diesem Fehler wieder flott kriegen. Der Hersteller hilft ihnen nicht dabei. Nach 12 Monaten ist die Garantie nicht mehr vorhanden, sondern nur noch eine Gewährleistung. Das heißt, der Kunde muss dann beweisen, dass der Fehler von Anfang an schon da war. Die meisten Reparaturen helfen nur kurz. Zu schlecht ist die Grundkonstruktion. Wieder 1:0 für den Hersteller. Unsere Profis decken auf, viele Hersteller wollen sich nur über den Ablauf der Gewährleistungszeit retten. Und zwingen Verbraucher danach zum Wegwerfen und Neukauf. Was könnte die Hersteller zum Umdenken bewegen? Deutschland bzw. heute die EU müsste wesentlich die Garantiezeiten verlängern. Warum nicht einheitlich 5 Jahre und für bestimmte Produkte 10 Jahre? Das ist heute technisch überhaupt gar kein Problem. Das ist eine gewisse Leichtfertigkeit der Politik, dass sie das so einfach hinnimmt. Na, das wären ja dann ganz neue Herausforderungen für die Entwicklungsabteilungen der Hersteller.